Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir stehen kurz vor der zweiten Horde, Tag 14, 9.56 Uhr. Ja, ich bin hier schon, Entschuldigung. Ihr habt schon gesehen, Valkyrie ist mit dabei. Jo, moin. Guten Tag, der außerdem ist mit auf Lootour, der Herr Fleischhammer in der Stadt. Hallöchen. Und dieser Nibbity ist daheim und bereitet den Garten vor. Hallo ihr Lieben. Damit wir den, Oh, hier ist doch irgendwas. Mais habe ich auch schon gepflanzt. Ich brauche mal Mining Helm. Hab ich? Willst du meinen haben? Nee, ich habe einen dabei. Ich sehe nur nichts, weil... Ich werde jetzt auch mal bei mir das Licht so anmachen. Und das gefällt mir nicht, weil ich glaube, hier ist ein Zombie. Ja, der ist ein Zombie drin. Spucker. Ja. Boah, der kotzt durch die Decke. Wie kommt man denn hier auf Balkon? Der kotzt durch die Decke, du. Ja, der hat mich, glaube ich, auch voll erwischt. Also, Minja, pass auf, ein Stock höher ist ein Spucker, ne? Mal ein Blatt. Ich habe irgendwie gerade richtig... Ich muss erstmal einen Painkiller nehmen hier. Wie kriegen wir den denn da jetzt tot? Hat jemand Ideen? Rot. Schießen? Rot, Schrot. Dann schrote nochmal, bevor er da runterspuckt. Der hat mich durch die Decke erwischt. Schon 21 Türknöpfe. Wo ist er denn jetzt hin? Ich glaube, der ist weg, oder? Warte nee. Mal, ich nehme erstmal, ich lade mal. Ist jemand schon im dritten Stock durch diese Holzbarrikade gelaufen? Ich guck mal, ich geh mal hoch. Hör doch im Haus, hör ihn hauen, ne? Ja, das ist Valkyrie. Valkyrie. Der war hier an der Mittelsäule hier, meine. Wo bist du denn? Ach, da. Ich bin hinter dir. Ist ja vielleicht, bist du hier durch die Tür durch oder war die schon gefehlt? Nee, ich bin nur um die Ecke und bin gleich wieder zurück. Ich bin da so ein Schisser, weißt du ja. Ja. Jetzt wieder. Nee, okay. Nicht. Okay, ja gut, dann. Okay. Ich muss mal Steine einsammeln hier. Oh, ein Bücherregal. Ich habe ehrlich gar nicht so gesagt, so gar nicht so drauf geachtet. Ein Spucker hier aber in so engen Räumen ist unangenehm. Ja, ich bin auch irgendwie ganz vorsichtig. Nicht, dass da eins höher gegangen ist. Ich brauche unbedingt Wasser. Ich habe zum Glück mal meinen Helm an Start gekriegt. Weißt du, in der Mine nicht, aber hier im Haus bei der Loot-Tour. Hatte ich nicht. Das Haus ist... Übrigens, die Lampen auch da nicht achten, ne? Auf welche Lampen? Lampen haben, die goldfarbenen Lampen haben Brass. So die Deckenlampen, oder? Ja. Eine goldfarbene habe ich. Okay, muss ich dann mal drauf achten. Iron Fragments können mich mal. Manchmal sind sie braun, dann sind es. Ja, die einen geben Iron Fragments, ja. Genau, und die anderen geben. Aber Brass. Schaffen wir es denn überhaupt noch, wenn wir jetzt zurück sind? Wir haben ja schon 10.47 Uhr. Ob wir es dann überhaupt noch schaffen, das Brass einzuschmelzen in so ein Kram? Ja, boah, das schmilzt so schnell. Munition haben wir noch. Das ich habe aber nur noch 458 Schuss. Wo ist der Spucker? Ja, das ist natürlich echt wenig. Ja, aber hier, Brass schmilzt in Jackies Händen wie nichts. Ja. So schön formuliert, oder? Ja, ist absolut, ja. Sag mal, habt ihr es miteinander, oder was? Warum? Was? Seid einfach nur einmal nett zu mir. Das ist auch mal was Neues. Wir haben halt nur einen Messing-Fetisch. Ich weiß gar nicht, was dagegen spricht. Die wir miteinander teilen. Genau. So, nochmal zwei Bücher hier. Holztüren. In den Schreibtischen kann ab und zu auch mal Messing liegen. Oh, ja, ich hab ehrlich gesagt, ich habe bestimmt was übersehen. Also es kommt in den Kommentaren, ich lese jetzt schon. Du voll Noob. Ja, das ist. Habt ihr auch so strenge Abonnenten, ja? Nee, das ist halt. Das ist aber guck das. Mal, jetzt wie sie sich rausreden. Wenn man früher. Ich hab ja früher ganz am Anfang Kronk geguckt. Mit Serendipity zusammen haben wir die ganzen Minecraft-Folgen von Kronk geguckt. Von Folge, keine Ahnung, von 1 eigentlich an bis circa 500. Dann haben wir damals aufgegeben und da war es auch ganz so, der hat so viel Kohle. Und das hat Kronk auch immer wieder in seinen Videos betont. Man sieht einfach, und das ist Fakt und das weiß wahrscheinlich auch so gut wie jeder, wenn man selber spielt, übersieht man Dinge ganz schnell. Und derjenige, der zuguckt, kann sich auf ganz andere Dinge konzentrieren. Ja, man muss ja überlegen, wir labern ja auch noch, besonders ich ja besonders viel. Und gelegentlich muss man auch nur darüber nachdenken, was rede ich da gerade eigentlich? Ja, das fällt mir sehr schwer.
Nein, ich meinte das auch gar nicht böse mit strengen Abonnenten irgendwo so. Also ich freue mich über solche Hinweise, weil also die kommen bei mir auch wirklich in vernünftigen Ton fallen. Das so wird ja mal ein Schuh draus, sag ich mal. Ne? Aber wenn du das halt immer wieder liest, von wegen, Mensch, mach doch mal das und das, du vergisst das immer wieder, dann denkst du auch irgendwann mal wirklich dran und dann machst du das auch. Und das finde ich ja persönlich für mich auch gut. Aber das auch nur partiell, also das muss ich schon sagen. Ich lese eigentlich gut wie jedes Kommentar. Aber man muss auch sagen, es wird oft der Abonnent an sich, ja? Nee, das stimmt nicht. Also viele Abonnenten lesen nicht, was davor derjenige kommentiert hat. Und das stimmt. Ich habe schon erlebt, da sind unter einer Folge... Ja, wo waren denn? Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte mal was vorgelesen, wo ich wirklich einen Kommentar am anderen gelesen habe und du kannst das und das. Du kannst übrigens auch Press aus den Türen erhalten, jetzt mal nur als Beispiel. Ja, und das schreibt dann jeder. Oh, ich höre irgendwas. Ja, ja. Warte mal. Ja, ja. Warte mal kurz. Jackie, warte. Ja? Ich glaube, draußen irgendwas. Rennt was. Ja, ne? Eine Horde draußen oder sowas? Ich höre schnelle Schritte jedenfalls. Ich höre irgendwas. Wow, ich habe 30 Messing-Türknäufe jetzt mittlerweile. Nicht schlecht. Ich habe 45. Echt? Mhm. Ja gut, aber ich loote ja auch noch zwischendurch gelegentlich mal, aber auch nur selten. Ich habe das Holz oben gegen das nicht Nase. Echt jetzt. Ja, das ist mit dem Looten von Tischen. Oh, draußen ist eine Horde oder so. Das glaube ich auch. Jetzt sagen meine Frames. Ah, 44. Oh, Blut. Ja, noch da muss Kaffee. Auch eine Horde sein. Ich höre ganz viele Schritte. Ach so, ja richtig. Die Küchenschränke könnten wir eigentlich auch nochmal nach Kaffee durchsuchen, oder? Oder nicht? Ja. Reicht die Zeit nicht? Boah, ich bin jetzt auf Messing aus, weil wir müssen halt überlegen, wir haben 11.48 Uhr. Wow! Was denn? Komm rein! Oh, was? Die kommen rein! Nee, echt? Ja. Ja, die kommen rein. In welchem Stock bist du? Ich will überlegen, unten. Ob ich noch sicher bin Ersten. Hier. Ich komm runter. Brauchst du Hilfe? Nee. Okay, no, dann nicht. Wenn du alleine... Dann. Du sagst Bescheid, wenn sie hier vorbei sind, ja? Ja, ja. Steht hier oben im Text. Wow, Hund! Nee, dann will ich da auch nicht hin, wenn der Hund ist. Nee, Jack, ernsthaft, wenn du Probleme gibst, sag Bescheid. Ja, ja, komm ruhig runter. Also du könntest hier den einen oder anderen Kill mitnehmen. Okay. Uah. Komm runter. Moment, ich muss erstmal die Pistolen durchwechseln und nachladen. Ich geh jetzt mit der Leiter mal aufs Dach. Alles klar. Komm runter. Auf dem Dach ist nichts. Puh. Nee, Dach ist total langweilig. Das da oben auf dieser riesigen Säule. Okay, ich hab langsam. Ich komme, ich bin noch relativ weit oben. Oh, hinter mir. Wo bist du? Unten, im Eingang. Ah. Ja. Okay, ich nehme jetzt den direkten Weg zu dir. Bin auf dem Weg. Oh, die Schrufflin ist besser geworden. Wow, was geht hier ab, Mann? Oh, Mist. Oh, die hat mich. Ah, Scheiße, die hat mich erwischt. Oh. Ich bin ein Idiot, ich hab zu nah rankommen lassen. So, den dicken hier mal eben. Wo ist er denn? Hast hier du den nicht, lootest ne? du den schon? Ja. Ja, Painkillers und dieses komische Boot. Rot lasse ich mal drin. Ich war schon relativ weit oben. Noch ein Beaker? Naja. Okay. So, nein, ja, also bis oben. Also oben war ich jetzt mit dem Ding ja durch. Oh, ich blute, glaube ich. Ich blute. Ja, hier hast du eine Bandage? Hast du? Ja. Okay, alles klar. Boah, da muss man achten, ey. Oh. Hier, Richtung Norden ist noch ein Apartmenthaus, ne? Okay. Wie viel Zeit haben wir denn? 12:24 müsste hin. Ja, noch, das geht doch noch. Warte mal, ich muss meine Pickaxe mal reparieren, wenn wir unterwegs sind. Cool, aus 8 Türknäufen machst du 18 Scrap Brass. Aus wie vielen Türknäufen? Aus 8. Also machst du aus 10, 20? Nee, falsch. Okay, gut. Ich weiß nicht, kann man ausprobieren. Ich habe hier 32. Wo schnell rein? Hier kommt noch eine Nisse. Ich beschütze dich. Wo ist sie? So, also Tür ist schon auf. Im Apartmenthaus könnt ihr mit rein. Das, was hier nördlich davon steht. Ich bin im ersten Stock. Gleich hier kaputt. Ich bin im ersten Stock am Arbeiten. Ich muss nur kurz meine Axt reparieren, sonst ist gleich ausgeaxt. Hier ist auch irgendwas drin, ne? Hört ihr das? Ja, ja, da ist immer was drin. Und das Ekel ist, du weißt ja nicht, sind die direkt neben dir oder zwei Stock über dir? Ja, hier, direkt im nächsten Stockwerk. Habt ihr das geklärt? Nein. Okay, Axt fertig.
Im ersten Stock ist da ein Bücherregal mit ein paar Büchern hier, die ich nicht lernen kann. Vielleicht könnt ihr die schon. Oh nein, ich back irgendwie in die Erde. Wie, du backst in die Erde? Vielleicht könnt ihr die schon. Ich bin in die Erde gebackt, alter Schwede. Ich bin verschreckt. Ja, ich habe hier Erde setzen wollen, aber irgendwie hat er die anders gesetzt, als ich es gesagt habe. Na, egal. Gehört dir die Erde, auf dich hört die Erde nicht mehr. Ja, richtig. Dreck. Boah, wie lange braucht es denn dieses Press? Wir können doch die dort noch ob's direkt einschmelzen. Die müssen wir doch gar nicht wandeln, oder? Nee, stimmt. Müssen wir nicht. Das ist ja Bullshit. Was wollte ich denn? Ich wollte was essen. Boah. Hier ist irgendwo ein Hund. Ja, höre ich auch, aber da kommt jetzt... Bist du noch im ersten Stock, Minias, ja, oder bist du im zweiten? Ja, ich bin im ersten Stock. Okay. Ich wollte nur kurz meine Energie und so da auffüllen. Damit ich hier nicht irgendwie auf einmal... Das klingt immer sehr nah hier, die Geräusche. Absolut. Ich höre was. Es muss ja, bei mir, entweder eins über mir. Wenn mir einer mal unterstützen könnte, ihr Tür... Oh. Okay, die eine Krankenschwester habe ich. Ich bin gleich wieder bei dir. Das klingt übel. Ja, einen habe ich, die laufen hier oben. Es kann aber auch sein, dass die draußen sind. Ja, ja. Wenn die direkt neben dem Haus stehen, dann hört sich das manchmal auch so an. Nee, die sind bei mir hier. Oh, hier ist ein Hund. Hier ist definitiv ein Hund bei mir irgendwo. Du bist im nächsten Stockwerk. Stock höher, ne? Ich stehe noch auf der Treppe. Da ist er. Boah, wow, leck mich am Bobbes. Ey, hast du gerade mich geschossen, Mann? Nein, der ich habe den Hund erschossen, der hier oben drüber läuft. Der war über mir, oder was? Ja. Irgendwas hat hier geblutet, aber richtig. Deswegen, Mann. Ich dachte jetzt. Oh, ey. Panik. Scheiß Höhle, echt. Die Dinger machen mir die Hände schwitzig. Die Hunde sind echt übel, ja. So, ich fange jetzt an, ich höre mich nichts mehr. Ich fange jetzt an, die Türen wieder einzuschlagen. So, ich bringe noch Papier mit, Jackie. Ich bringe noch, was haben wir hier? 7 Bücher und 1 Stack Papier. Nice. Ja, lohnt sich ja auch. Ja, schon. Und an meine Abonnenten, ich loote bewusst keine Schränke oder sowas. Nur falls es kommt, der will gerade doch gesagt. Ja, hat er. Aber. Ja, wir teilen uns auf, wir müssen ja nicht alles looten. Ich bin Punk, ich bin dagegen. Mhm. Nur tote Fische schwimmen im Uhrzeigersinn. Auf dem Kopf, ne? So. Im Öl. Ich bring ja noch, sollten wir die Nacht überleben, ich bringe ja noch so ein bisschen Deko mit. Ja, irgendwie Bilder für den Garten. Bilder, Blumen und eine Couch und sowas. Bilder für den Garten? Naja, ja, damit. Ja, spinnt ein bisschen der Jack, der hat ein bisschen zu viel. Oh, Kaffee. Was denn, mein Lieber? Was ist denn los? Ach, ich hab dich immer noch lieb. Oh, ich fange jetzt den zweiten 64er Stack Brass Door Grip Knöpfe, ne? Echt, ja? Mhm. Also bei mir ist es ja richtig spannend gerade, nice, ne? Zombies ohne Ende. Echt, ja? Natürlich nicht. Ich klopf hier den Garten. Ich grab hier den Garten um. Rebecca, du lässt immer die, oder irgendjemand lässt immer die Eingangstür auf, aus. Hä? Wie die Eingangstür? Kann auch nicht sein. Na, von der Wohnung, ja. Achso, nee, ich hau mich da. Ich hau mich fuck, glaube ich, durch. Die eine Waffe wird jetzt kaputt gehen. Ja, ja. Ja, kaputt gehen ist nicht schlimm. Die geht nicht kaputt. Ah, die geht nicht kaputt, die macht nur einen Klack-Klack, gell? Die macht nur. Ist hier jemand schon eine über mir? Es fehlen schon so viele Türen. Nee, ich bin auf dem Stock, wo du, glaube ich, bist. Nee, du bist eins weiter. Ach, shit, das geht nicht mehr. Ich höre wieder draußen. Doch. Ich höre dich ja, du hast außerdem die Türen schon rausgeschlagen. Achso, nee, hier oben in dem Stock. Ach, hier ist ein Zombie. Okay, tot auf der Treppe. Hier sind auch die Türen schon raus. Ja, vielleicht waren wir ja auch schon mal. Also. Wie weit seid ihr? Also ich bin jetzt im Stock mit Minias. Genau, ich bin auf deiner Etage gerade. Eine unten drunter waren die Türen schon draußen. Und da an der bin ich vorbeigegangen. Ja, ich weiß. Zwei unten drunter waren die Türen schon draußen. Da war ich aber noch gar nicht. Da muss Jackie... Du bist auch hier, ja? Im selben Haus. Ich bin jetzt auch in der gleichen Etage wie ihr, ja? Ja, ja. Dann bist du... Sind wir nicht alle irgendwie in der gleichen Etage? Ach, warte. Wer liest denn hier heimlich? Es wird gearbeitet. Das ist... sieht nur... ist ein Lehrbuch.
Das hat nichts mit, also Serendipity, ich muss dir sagen, es hat nichts mit Brüsten zu tun. Ja, ja, schon klar. Mhm. Iron Gloves Schematics, siehst du, kann ich das schon? Schon wieder? Ah, das ist gut, lern die mal. Also ich meine, nee, kannst du bestimmt nicht. Also weil die sind ja nicht so, die droppen ja nicht so oft. Already unlocked. Hier, wer ist bei mir hier? Wer ist hier bei Valkyrie? Hier? Ja, ich was? Nimm mal auf, ich habe ein Buch hingeworfen. Nee, das kann ich schon. Habe ich gerade, glaube ich, auch gelernt. Ich habe auch gar keinen Platz in den Taschen gerade. Stelle ich fest. Okay, hier ist hier zwar eine Treppe hoch, aber ich geht's nicht höher. Nee, danach geht's nur noch aufs Dach und um aufs Dach zu kommen, müsstest du die Metalltür nehmen, die da rechts neben dir ist. Aber auf dem Dach ist eigentlich nichts. Kannst du mal raufgucken. Aber dann fällt euch vielleicht wieder ein, dass wir da mal einen Stream übernachtet haben. Also ein paar Tage. Bei einem Tresor? Hier ist ein Tresor. Moment. Wall safe. Ja, aber der ist anders platziert. Da ist die Öffnung zu der anderen Seite. Deswegen habe ich es nicht auf den ersten Blick erkannt. Wahrscheinlich bin ich schon an 10 vorbeigelaufen. Ja, ich weiß. Aber den habe ich gesehen. In welchem Raum ist denn der Wall safe? In einem kleinen, und zwar, ich glaube, auf der Seite neben dem Bad. Jetzt hat es abgebrochen. Ich check das mal kurz. Ich muss nochmal ran. Ich höre einen Spucker. Ich höre jetzt mal. Jetzt höre ich aber wirklich einen Spucker. Ja, es sind zwei sogar. Oh, das klingt aber. Oh, denen geht's aber nicht gut. Die sind aber draußen, ne? Die sind aber draußen, oder? Dann gehe ich mal runter. Ah, nein, drüber geschossen. Schade. Leather Tanning und Pistol Slide. Brauchen wir einen Pistol Slide? Nee, gell? Nee, haben wir schon. Nicht. Oh, da hinten ist noch ein Airdrop zu sehen. Der hängt so in 15 Meter Höhe. Interessant. Boah, was ich Bücher gelernt habe, sag mal, ich war ja völlig ungebildet. Jetzt merke ich erst, was ich hier mache. Ja? Ja, jetzt. Oh, liebe ich Schroflein. Wo sind denn hier? Was soll der Quatsch? Türen einschlagen? Habt ihr mich dazu überredet? Braucht ihr Hilfe? Ich frage vorher, nein. Bevor ich... Nein. Nee, brauchen wir nicht. Ich weiß gar nicht, wo es sich drum geht und wo Jackie ist. Bist du im Haus bin oder draußen, bist du draußen? Nee, ich bin draußen. Bin ich erkläre jetzt auch nur die draußen. Umgebung. Oh, geil. So, stell mir eine Schrotflinte vor. Warum ein Schuss, ein Toter. Oh, ich bin jetzt dann... Wo bist du? Bist du oben? Oh, geht's ja gar nicht höher. Das haben sie auch. Sag mal, was ist denn das für eine Hardcore-Hornisse hier? Gibt's ja gar nicht. Wo bist du auf dem Dach? Wo bist du auf dem Dach? Ich bin draußen, unten vor der Tür. Okay, dann komme ich jetzt runter und breche mir hoffentlich nicht die Beine an der Leiter her. Wollen wir dann auf dem Weg, wollen uns auf dem Weg zurück? Jackie, die Shotgun-Munition. Nein, also, musst du, ja, musst du wissen, aber ich würde sie mir wirklich für Hunde aufbewahren oder für die Nachthorde irgendwo so. Liebe es. Dann ja, nimm doch einen Hammer. Du kannst doch normalen Zombies mit einem Hammer kaputt machen. Ist aber nicht. Langweilig. Eben. Ja, siehst du, guck mal, was macht das hier? Ja, aber wir haben jetzt gleich keine Schuss mehr, ne? Yeah. Doch, ich hab 400 Schuss noch. Für die Shotgun? Nein, so, nee, das nicht. Ich hatte noch nie Shotgun. Genau. Ich hab aber Bücher gefunden und demzufolge krieg ich eine Million Schuss. Also Mädels, ich hab jetzt 84 Dirt-Nobs. Das wird ja zweimal lang, oder? Komm, wir gehen zurück. Wir lassen ja, eben, 15 Uhr. Lass mal zurückgehen. Genau. Oh, Biene. Unsichtbar. Ja, ich sehe nur einen Schatten. Gesehen. Da hinten. Aber egal, lass uns die... Die ist da oben. Die ist da in der Sonne. Ist. Ja, lass uns zurücklaufen. Wir müssen sie auch noch einschmelzen, ne? Und herstellen und sowas. Jackie. Ja? Komm, lass uns zurück. Achso, ja, ist gut. Hör auf zu spielen. Ja, lass es direkt. Hör auf zu spielen. Oh, Entschuldigung. Wie so ein kleiner bockiger. So, echt. Rotzbalg, so war er als Kind, hat seine Mutter gesagt. Ja. Hast du gesagt, ja? Ja. Nein, ich war ganz lieb. Ja, klar, wenn du geschlafen hast. Wenn ich geschlafen habe, ja. Ja. Das war das, was nicht so oft vorkam. Das ist eine Geschichte. Aber die erzähle ich vielleicht in der nächsten Folge. Du musst ja die Zuschauer bei Laune halten. Ja, muss ja spannend bleiben. Diese. Das sind schon wieder diese Leuchten, diese. Ja, die habe ich ausgemacht. Ich habe meine. Ich will hier aber nochmal eben in den Safe reingucken. Ich habe TNT bei, aber aufsprengen. Nee, wieso, was sitzt denn da aufsprengen? Das TNT ist doch viel zu wertvoll. Da hab ich doch lieber eben kurz auf eine. Auf eine Tür, dann ist gut. Ja, okay. Schade. Naja, ich meine, erst beklagt ihr euch folgenlang, dass TNT so teuer bekommen ist, dann sprenge ich doch nicht mit TNT eine Tür auf irgendwo. Nicht? So. Nö. Okay. Ich weiß, dass du das machst, aber du beklagst dich auch, dass TNT so teuer geworden ist. Nee. Ich nehme da eigentlich nur Rücksicht auf dich, wenn ich das nicht okay, mache. Okay, danke, sehr nett. Ja. Da ist nichts Brauchbares drin. Pump, Shotgun, Stock und Home Maintenance. Jackie. Brauchen wir aber alles nicht. Komm her, wir machen das direkt. Hast du noch Platz im Inventar?
Ja. Ach, wir klären das direkt. Ja, okay. Ja, ich dachte, bevor wir dann da drüben stehen und was wollten wir nochmal? Ja, cool. Vielleicht mach deine Lampe aus. Irritiert mich sonst. Mach die Fackel aus. Mach doch mal die Fackel aus. Mal die Fackel ausmachen, ne? Ja. Die Fackel aus. Nee, ist zu hell. Jetzt fragen sich alle neuen Abonnenten, was meint der Fackel? Wieso Fackel war so eine Lampe? Hätten sie mal den Stream gucken sollen. Ja, hätten sie mal das Testbild geschaut. Oder das Testbild. Such mal, wenn ihr jetzt bei Fackel aus nicht wisst, was gesagt ist, habt ihr sehr viel verpasst auf meinem Kanal und ein grandioses Video. Also sucht auf meinem Kanal Testbild und nicht das Testbild 2.0, nein, die Originalversion. Ihr könnt natürlich auch auf meinem Kanal dann ja, natürlich. Ihr könnt auch auf dem... oder auch auf Jackies Kanal oder auf meinem können Sie Groß auch Kanal, genau. Aber auf meinem Kanal gibt es das Testbild nicht. Nee, da gab es deinen Kanal noch, glaube ich, gar nicht zu dem Zeitpunkt des Releases. Nee, doch, aber ich war nicht dabei. Ich war erst beim zweiten dabei. Genau, beim Original-Testbild, das Let's Play, was es niemals gab, das hat ja der liebe Velcry erstellt. Der hat auf seinem Kanal sogar einen Schwierig-Counter, oder? Nee, einen Sparschnipsel-Counter. Ja, immer wenn ich geschnitten habe ich oben eine Zahl hochgezählt. Also Jungs und Mädels, der Garten ist fertig. Nee, ist egal, soll da runterkommen. Ja. Oh, ich gehe aber. Guck mal, wir sind ja schon zu Hause, es war ja wirklich nicht weit jetzt. Nee, das stimmt. Ups. Aber der Garten ist fertig. Ist gut. Aha. Wir müssen nur noch Fackeln verteilen. Sieht cool aus. Guck ich mir gleich nochmal vom Nahen an. Ja, das Haus sieht von außen jetzt schon echt fies aus, ne? Mit dem. Ach, schöner Garten, hast du toll gemacht. Sieht gut aus. Guck ich mir jetzt mal von oben an. Müssen wir nur noch Fackeln auf den Wegen verteilen, dass da genug Licht ist. Das dürfte reichen. Das ist auch nachts wächst. Verteil da bitte noch ein paar Fackeln. Okay. Bitte, bitte. Bitte, genau. Ich hab bitte. So, setz dich auf die Ecken jeweils. Nee, ich setz einfach. Wo soll ich dir was hinpacken hier? Kurze Frage. Soll ich in die Waffenkiste packen, was ich hier an Brauchbaren für dich gelootet habe? Okay, pass auf. Dann. Das hier: Bücher und Papier. Ich hab gar keinen Platz in den Taschen, rein. Zu den Airdrops zu rennen. Irgendjemand. Ja, ich bin's, aber ich hab volle Taschen. Ich musste erst was loswerden. So, kannst mal reingucken. Das sind so die brauchbaren Sachen für dich, die du brauchst. Oh, schön. 7 Bücher, 4 Sätze Papier. Da kann ich ordentlich, da mache ich direkt erstmal Schrotflinte. Genau. Das wäre ganz gut. Ich glaube, gleich stirbt der Server bei so viel Fackeln. Du solltest es dann nicht übertreiben. Ich setze jeweils an die Wände. Langsam durcheinander hier. Den hätten wir ja noch, genau. Hierin, zack, links, rechts, Kohle, Weltkrieg, Kohle. Ist der Frame hier noch gar nicht. Kohle hatte ich oben schon angepackt. Ja, das habe ich, ich hatte kein Holz mehr und habe das gesehen. Ein Wrench hätte ich, aber kein Holz. Kohle. So, in der Mitte habe ich jetzt nichts gesetzt an Fackeln, oder? Nee, das ist okay, denke ich. Jetzt außen rum, also wir haben jetzt ordentlich Fackeln hier sitzen. Der Server geht da schon langsam in die Knie. Vielleicht sehen mich doch mal ein paar weg. Hm? Ja, die vielen Fackeln bringen also das Spiel dann ziemlich zum Stocken. Warum stehen denn hier draußen so viele Fackeln, damit wir die damit wir die sehen, wenn sie kommen. Sehen. Genau. Okay, verstehe. Ich glaube, dann nehme ich die oberen weg. So. Die oben draufstehen, denke ich, kannst du wegnehmen. Ja, habe ich jetzt gerade gemacht. Da steht auch ein Frame ab. Ja, das habe ich als Überhang gemacht mit der Spider-Zombie, nicht an den Wänden hochkraxelt an der Seite. Ach so. Ich glaube nicht, dass der Spider-Zombie am Gitter hochklettert. Also das hoffe ich jetzt zumindest mal. Ich habe vorhin den Einfluss. Ach, Velcro hat Ledermöbel mitgenommen. Ja, ich dachte eben, ich mache das hier mal ein bisschen hübsch. Das ist eine sehr gute Idee. Hübsch. Sehr hübsch. Leg gerade, ob die eine Tür rausmachen, aber nee. Es bleibt auf jeden Fall spannend, ne? Nächste Folge. Endstation Tod. Aber wir könnten es noch ein bisschen rauszögern, ja. Ja, wir haben es auf jeden Fall. Wir sind jetzt bei 24 Minuten, wir haben 17 Uhr, also bis 0 Uhr dauert es noch ein Momentchen. Sieht doch gut aus. Ja. Sehr gut. Finde ich auch. Auch noch ein bisschen Fackeln für die Nacht. Dauert aber ewig hier.
Will ich ein bisschen anblasen, den Ofen, ein bisschen heißer wird. Oh, Fackel kaputt. So. Ja, sieht doch gut aus. Die vorne in der Mitte werde ich mal, dass man hier oben drauf laufen kann zur Not. Das ist schwierig, was du da machst mit deinen Frames, Frau. Weil die Zombies eventuell da hochspringen. Die mache ich jetzt zu. Achso, den machst du weg da unten, okay. Dann müsste es gehen. Den da unten. Au! Mach ich weg. Oh fuck! Voll die Spitzen. Was denn? Bin vom Zaun gefallen und. Ich hab noch Reaver-Frames, Frau. Junge Frau. Ach, hast du noch? Ja. Ja, cool. Das ist die oben. Bei mir am Feuer, linke Kiste. Okay, ich komme. Da könnte man eigentlich noch ein paar mehr machen. Ja, aber wir haben jetzt 17.30 Uhr, also es wird knapp bis zu Mitternacht. Womit siehst du, jetzt fängt er nämlich schon mit, Ich würde das gar nicht zumachen hier, das ist wieder nur hier. Ein Sprungbrett für die, Linke Kiste. Für die Kacker, ich nehme auch hier nochmal ein paar Fackeln wenn weg. Wenn du das zumachst, kommen die da nicht hoch. Ach, ich habe sogar einen in der Tasche, wo habe ich den denn her? Linke, wo hast du gesagt? Linke Kiste. Ah, hier, ich hab sie. Mhm. Ich mach dir noch was du da drin füllen kannst. Okay, ich mach dann derweil mal meine Taschen leer, die sind so voll. Mach du mal, mach. Ihr Lieben, gleich 18 Uhr. Wir sind am Ende einer Folge von 7 Days to Die. In der nächsten Folge bleibt es spannend, denn die Zombies werden erneut uns besuchen und wir sind vorbereitet. Schießscharten sind da, we der Garten. Are prepared. Wir sind auf jeden Fall vorbereitet und werden sie erwarten. Definitiv. So, ich fange mal hier mit dem letzten das Haus so ein. Wenn euch die Folge gefallen hat und wenn ihr genauso gespannt seid wie wir auf die nächste Folge mit der nächsten Zombie-Welle, dann lasst uns einen Daumen hoch da und wir sehen uns dann übermorgen wieder, wenn denn hoffentlich alles glatt gehen wird mit unserer Planung. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis bald.